Hallo Leute, ich möchte euch heute ein Tool vorstellen, ein neues, das nennt sich Macaw. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Co-Design-Tool, wo es darum geht, dass man in einem Programm Design und das quasi automatisch als Code ausgeben lassen kann. Und davon gibt es bereits ein paar Tools, sowas wie Webflow oder Fruent und so weiter und so fort. Aber am interessantesten fand ich bis jetzt Macaw, also als es angekündigt wurde. Und heute möchte ich mir das Ganze mit euch angucken, weil ja, ich dachte mir, gucke ich mir das zuerst alleine an und stelle es euch dann vor. Oder die bessere Idee, wie ich finde, ist, wir entdecken das einfach gemeinsam. So ein bisschen wie solche Let's Plays und so weiter, die es ja auch auf YouTube gibt, wo die Spieler in der Regel sich auch noch nicht mit dem Spiel auskennen und das langsam entdecken. Und das finde ich mal ganz spannend, deswegen dachte ich mir, lass uns das doch einfach mal auf diese Programmgeschichte übertragen. Also, ja, dass wir das gemeinsam entdecken einfach. Ich möchte jetzt einfach mal anfangen und bin gespannt, was draus wird. Also, wir bauen jetzt eine kleine Seite. Und da werden sicherlich ein paar Fehler passieren, aber das macht es ja auch spannend. So, wir sind jetzt hier in Macaw. Hier links haben wir einmal die Werkzeugleiste. Hier sieht man, dass es die Trial ist. 14 Tage habe ich noch. Globales Styles. Ich werde das jetzt nicht alles genauer erklären. Das entdecken wir schon mit der Zeit. Ja, am Anfang hat man hier rechts dieses Panel, wo man eben sieht, Breakpoints, also das ist jetzt meine Dokumentengröße quasi. Das ist jetzt auf 1200 Pixel eingestellt. Ich hätte jetzt gerne 1140 zum Beispiel. So. Und hier wird eben angezeigt, wie breit das Grid ist, also 80% davon. Und 12 Spalten und der Abstand, glaube ich, oder? Was ist das? Space between Grid Columns, ja, der Abstand zwischen den einzelnen Kolumnen, also Spalten. Ich glaube, er geht hier nach EM vermutlich. Ich weiß es nicht genau. Das weiß ich auch noch nicht, was ist. Overlay Borders. Ah, okay. Man kann hier einstellen, wie man das Grid jetzt sieht. Wir lassen es einfach mal so, wie es war. Und ich stelle das hier auch mal wieder zurück. Man sieht hier ganz schön animiert, wie wenn man es größer und kleiner macht. Jetzt können wir hier noch einen weiteren Umbruchpunkt erstellen oder ich glaube sogar beliebig viele. Ich mache jetzt hier einfach mal 640, so mobile-mäßig. Da sind wir jetzt drin und hier wäre auch interessant, ob ich jetzt weniger Spalten einstellen kann. Also ob ich hier 6 Spalten einstellen kann und wenn ich jetzt auf den anderen gehe, habe ich noch 12. Sehr schön. Das ist doch gut. Eigentlich wäre es dann auch sinnvoll, hier ein bisschen mehr zu haben vielleicht. So, da schauen wir uns später mal an, das Ganze. Erstmal jetzt im Großen. Also, was ich ein bisschen schade finde, was ich habe ja vorhin schon mal ein bisschen reingeguckt und musste feststellen, man kann leider nicht mobile first arbeiten. Also es wird ja immer empfohlen, zuerst mit den kleinen Auflösungen anzufangen oder den kleinen Größen. Und die Seite dann immer ins Größere zu entwickeln. Das geht hier leider nicht, weil als Default immer das Größte eingestellt ist. Und alles, was man in Default verändert, das verändert er eben auch bei den unteren. Also er geht von groß nach klein. Lässt sich nicht ändern. Ich fände es cool, wenn man das auch noch einzeln einstellen könnte. So, ich gucke mir das jetzt mal an. Outline, da werden, glaube ich, die einzelnen Elemente nachher aufgelistet. Und hier ist die Library. Also man kann hier Sachen importieren, was ich ganz schick finde. Ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet. Man kann leider, oder kann man doch, mal gucken. Bilder. Nein, man kann keine Ordner importieren. Das finde ich ein bisschen blöd. Deswegen muss man hier jetzt echt in die einzelnen Dinge rein. Man kann mehrere Dateien importieren, aber leider keinen Ordner. Warum das nicht geht, verstehe ich nicht. Wäre auch cool, wenn man hier direkt das als Ordner hätte. Hier hat er vor allen Dingen schon ein Ordner-Symbol, aber er macht es. Trotzdem kann man keine Ordner anlegen. Das macht irgendwie keinen Sinn. So, jetzt habe ich hier alles drin. Ganz schön ist auch, wenn man hier mit der Space-Taste, kann man auch wie in Photoshop Space-Taste drücken und hin und her fahren. Und dann zeigt ihr diesen kleinen Inspektor. So, ich mache jetzt mal den ersten Container auf. Container ist ja immer was,
etwas, was etwas anderes beinhaltet. Und ich mache jetzt mal den Header. So, deswegen habe ich jetzt einen Container aufgezogen. Gehe in den Inspektor, damit man das eben genau sieht, was hier abgeht. Hätte den gerne über die ganze Breite, gibt deswegen 100% ein. Jetzt erweitert er das nach rechts. Ups. Jetzt erweitert er das nach rechts. Was ich ja nicht möchte, sondern ich möchte, dass es mittig ist. Also drücke ich hier oben und dann hat er das Ganze mittig. So, bisschen blöd, wenn man scrollt, dann geht die Auswahl immer weg. Das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Dem Ganzen möchte ich jetzt einfach mal einen Hintergrund als erstes geben. Ich möchte hier nochmal numerisch das ein bisschen schicker einstellen. Sagen wir 300 Pixel hoch das Ganze. Und ein Hintergrund, ein Bild aus der Library. Perfekt, hier das Wunderschöne mit dem schönen Namen. Ja, jetzt haben wir hier dieses spacige Bild. Man kann auch in der Auswahl noch scrollen, was ich sehr schön finde. Und hier kann man eben einstellen, wo die Position, also wie das Bild positioniert sein soll. Und hier, ob es Retina ist oder nicht. Ich lasse das jetzt erstmal so und sage aber, dass das ein Cover sein soll. Also, dass es wirklich das alles ausfüllen soll. Und wenn man auf die kleineren oder größeren Größen geht, je nachdem, dann skaliert er das Bild. Also das ist gut für responsive Seiten. Und was man noch machen kann, ist das Ganze als fixed einzustellen und repeat wollen wir aufheben. Wenn man es hier als fixed eingestellt hat, dann macht er diesen Parallaxeneffekt. Ist natürlich im Moment ein bisschen sehr viel benutzt, aber wir lassen es jetzt einfach mal so, um das auszuprobieren. So, das bestätige ich jetzt und möchte jetzt, glaube ich, ein Menü erstellen. Dafür brauche ich vermutlich wieder einen Container und möchte den hier auch wieder über, also nicht über die ganze Breite, sondern über die ganze Seite. Also wenn man auf 100% setzt, bedeutet das ja, dass er das auch weiter links und rechts rüberschiebt, selbst wenn die Seite an sich nur 1200 Pixel breit ist. Wenn du einen größeren Bildschirm hast, dann geht das eben rechts und links noch weiter. Aber ja, jetzt hat er den Container in den Container gesteckt, was ich aber gar nicht wollte. Deswegen hole ich den jetzt hier raus. Eben hat man ja gesehen, er hat es hier links abgeschnitten. So, das ist der Container. Ich glaube, ich soll das mal umbenennen, damit man hier nicht völlig verwirrt ist. So, welcher ist jetzt welcher? Das sollte jetzt der sein. Also muss der über dem sein. Ich benenne ihn jetzt mal um in Menü. Oder Navigation. Was ist schöner? Navigation, ne? Das schlägt er schon vor, deswegen macht das vielleicht Sinn. Div.nav. So. Container, das nennen wir jetzt mal um in Header, damit wir nicht durcheinander kommen. So. Hier möchte ich natürlich ein Logo einfügen und nachher hier die Menüpunkte. Wie füge ich jetzt ein Logo da ein? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Ich versuche jetzt einfach mal aus der Library hier das Logo per Drag and Drop einzufügen. Gucken, ob es funktioniert. Hier wird es schon angezeigt. Finde ich sehr schön gemacht mit dieser Bibliothek. Gucken, was passiert, wenn ich es jetzt hier einfach reinsehe. Gar nichts. Er zeigt es hier an. Gucken, wenn ich es hier reinstecke. Man sieht es nicht. Ich verstehe nicht warum. So, denn eben nicht. Dann versuche ich es jetzt anders und zwar mit so einem Element-Ding. Nicht Container, sondern Element. Vielleicht ist es ja dafür gut. Ziehe ich jetzt mal hier rüber. Steckt das hier in unsere Navigation. Und gibt dem Element jetzt mal ein Hintergrundbild. Und zwar unser Logo. Designisches Logo. So, es soll sich nicht wiederholen. Schließlich ein Logo und da kannst du hier gerne als Retina machen, ist ja eh ein SVG, ja. Und er soll es hier mittig zentrieren, vielleicht ein bisschen kleiner machen. Ah nee, das ist nur die Position natürlich, ist ja klar. So, wieder 50. Erfüllt jetzt komplett aus, das ist von mir aus okay, oder ist es okay? Cover. Nee, hier macht es, glaube ich, keinen Sinn. Gucken, was hier passiert. Ah, okay. Das finde ich gut. Genau danach habe ich gesucht. Ich mache es jetzt mal 120 Pixel
groß oder breit, das macht er dann automatisch hier irgendwie mit. So, und hier ist noch eine Hintergrundfarbe eingestellt. Ups, möchte ich aber nicht. So, und dann möchte ich natürlich noch die Schrift dazu haben. Nimm hier noch ein Element. Ich mache es jetzt getrennt, damit man das später in den anderen Breiten eventuell ja übereinander stapeln kann oder so. Also die Option möchte ich mir einfach offen lassen, selbst wenn ich es nachher nicht mache. Aber ich mache es jetzt erstmal so. So, hier füge ich jetzt die Schrift ein, Design der Schrift. Nicht wiederholen. Ich fände es eigentlich sinnvoller, wenn er das von Anfang an als nicht wiederholen machen würde. Vielleicht kann man sie auch einstellen. Ich werde jetzt nicht meckern, obwohl man das vielleicht einstellen kann. Auch gerne als Retina nicht fixt. So, und irgendwie. Achso, hier war nur die Größe. Mach das wieder wie vorher. Was stand hier denn eben? Ich weiß es nicht mehr. So, einfach hier mal drauf klicken und dann kommt es wieder. Haha. So. Ah, okay. Ich möchte es jetzt eigentlich genauso hoch wie da. Irgendwie wäre schon schön, wenn man das genau in der Mitte hätte, wa? Aber vermutlich lässt sich das jetzt nicht genauer auf die Schnelle. Oder? Oder? Dafür sollte auch eigentlich das hier da sein, oder? Ja! Perfekt. Sagen wir mal 70. X. Okay. Hier gebe ich jetzt 70 ein. Dann sollte das perfekt sein. Super. Hier nehme ich auch die Geschichte raus. Sieht jetzt nicht ganz so geil aus, wa? Dieser Hintergrund ist ein bisschen zu fetzig. So, wenn ich die beiden Sachen jetzt aber gerne irgendwie zusammen. Achso, den muss ich hier noch reinstecken. So. Kann ich die irgendwie gruppieren oder sowas? Wenn ich die nämlich gruppieren könnte, würde ich die jetzt gerne hier beide mittig nebeneinander stellen. Das wäre natürlich geil. So, mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wenn ich jetzt die beiden anwähle und hier. Nee, dann macht er das. Das war mir eigentlich schon fast klar. Verschiebt er jetzt. Er verschiebt auch die ganze Navigation jetzt. Also ich mach. Ich würde es jetzt gerne mal wenigstens händisch machen. Jetzt will er das hier immer hin und her schieben. Was soll das? Ich weiß nicht, warum er das machen will. Jetzt nimmt er immer das. So, jetzt. So, jetzt möchte ich das auch nehmen und mittig stellen. Ist das jetzt mittig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ist absolut nicht mittig. Ah, jetzt können wir beides zusammen bewegen. So, jetzt haben wir links drei Spalten frei und rechts drei Spalten frei. Also ist das Ganze scheinbar mittig. Jetzt bin ich hier irgendwie. Steckte ich da fest. So, jetzt haben wir das Ganze mittig, das ist doch schick. Jetzt machen wir das noch ein bisschen höher. Meinetwegen auf 500 sogar. Ups. Dann schiebt er es mit runter. Möchte ich eigentlich gar nicht. So, das werden wir sicherlich nachher noch ein bisschen kleiner machen. Mal gucken, ob man hier ob man das automatisch blurren kann oder sowas. Hier gibt es nämlich so eine Effektliste. Gucken, was die kann. Drop Shadow, Inner Shadow, Text Shadow. Kann man nicht. Kann die Deckkraft runtersetzen, das möchte ich nicht. Ich hätte gerne einen Blur, aber ja. Vermutlich ist das gar nicht umsetzbar. Ich weiß es nicht. Deswegen lassen wir es jetzt erstmal so. Wir lassen es jetzt erstmal so. So. Jetzt möchte ich noch. Jetzt möchte ich hier so eine schöne große Überschrift. Gucken, was passiert, wenn ich jetzt einfach das Textwerkzeug nehme und das hier. Fett drüber ziehe über das Ganze. Gucken, was er denn aufmacht. Einfach ein Paragraphen. So, hier kann ich jetzt schreiben. Doppelklick. Profis. So. Einmal doppelklicken und jetzt möchte ich das hier zentrieren. Nein, das geht nicht. Ich möchte ja gerne. Jetzt hat er das hier irgendwie. Sind das hier Static Positioning, Absolut und Fixed?
Nee, das war ja schon ganz gut eigentlich eben, ne? Ich möchte ja nur den Text mittig machen. Okay, das geht hier. So, der Text ist mittig. Ich hätte ihn gerne weiß. Auch schön, dass man hier die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten hat zwischen den Farbsystemen. Helvetica. Gucken. Jetzt gucken wir uns erstmal dieses Text-Tool hier an. Was es hier dann alles gibt. Droid, Cardo, Kevin. Das sind denn die Systemschriftarten und hier holt er sich das aus einer Library irgendwie. Das sieht eigentlich nach den Google Fonts aus, soweit ich das beurteilen kann. Aber das sind eigentlich nicht alle, die ich habe. Wenn ich jetzt mal Advanced Typekit, okay, er holt es aus dem Typekit. Gucken, ob. Nee, die kennt er nicht. Ich weiß gar nicht, ob Typekit die hat. Wir lassen das jetzt erstmal so. Wir nehmen jetzt erstmal die Droid Suns. Oder Ubuntu. Die Ubuntu finde ich mal ganz schön. Ubuntu, die hätte ich gerne ein bisschen leichter. Die gibt es auch, glaube ich, noch leichter, aber. Ja, ist mal egal. So, jetzt nehme ich hier mal 48. EM, also hier ist die Zeilenabstand. Kann man nur als EM machen. Macht natürlich auch Sinn, aber ist vielleicht erstmal ungewohnt für den einen oder anderen, der vorher mit Pixeln oder noch schlimmer mit Punkt gearbeitet hat. Hier ist auch ganz geil, dass er mir anzeigt, wie viele Zeichen ich insgesamt schon geschrieben habe und wie viele durchschnittlich in einer Zeile sind. Sowas finde ich immer ganz nett. Also einfach um zu sehen, ob die Zeilenbreite gut ist, beziehungsweise ob die Schriftgröße groß oder also groß genug ist oder zu klein. So, jetzt machen wir das erstmal um. Ich würde gerne mal wissen, was das jetzt für ein Element ist, ob das irgendwie ein Element ist. Es ist einfach nur ein Paragraph. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt so sinnvoll ist oder nicht. Aber wir lassen es erstmal dabei. Obwohl es wäre vermutlich sinnvoll. Was ist denn? Der sollte ja eigentlich im Header drin sein, wa? So, das macht am meisten Sinn. Und eigentlich macht das Sinn, wenn ein Div im Div ist? Keine Ahnung. Das ist eben das. Ich kenne mich nicht so wirklich mit Coding aus. Das merkt man jetzt vermutlich auch. Und das ist das Problem, wo ich ein bisschen unbeholfen bin. Also da muss man sich schon ein bisschen auskennen mit Coding, um das Ganze, um zu verstehen, ob das richtig aufgebaut ist oder nicht. So. Ich möchte das jetzt bitte verschieben. Nur das. Das wäre jetzt geil. Ich möchte. Ah, so. Ja. Sieht echt ein bisschen kacke aus mit dem Hintergrundbild. Ich nehme das mal. Ich nehme mal das Hintergrundbild raus. Das macht mich ganz irre. Ich nehme mal das Hintergrundbild raus. Und mach mal eine Farbe. Nehmen wir mal. So, das sieht doch wesentlich besser aus. Und ich möchte die Schriftgröße jetzt doch ein bisschen größer. So, 60, bam. Man muss hier mal raus und wieder reinklicken, um das irgendwie vernünftig verändern zu können. So, das lasse ich jetzt erstmal so und wir gehen zum nächsten Bereich.